Es geht bergauf mit meinem Glück, es geht bergauf. Noch haben wir nicht zu Hause. Ich wollte gerade sagen, jetzt kommt einer mit dem Rocket Launcher und das war's. Wo ist mein Geirr da? Ich wollte gerade sagen, dieses Klauvieh hat mir meine ganzen Kotlets geklaut. Das wäre natürlich dämlich. Meine hat's echt geklaut. Aber ich hab noch ein paar. Ja, ich hab auch noch ein paar, Gott sei Dank. Der schöne Wasserfall. Guckt, wie schön arg aussieht. Und sich auch so hier dieses Neblige und so. Ja, das sieht schon gut aus. Ist auch nice. Ja, das kann man wirklich sagen. Also Ark ist richtig geil, ja. Also nicht nur von der Grafik auch. Das war eine super Idee, das Ganze. Ja, sonst würde es ja auch nicht so lange halten, wie lange es schon Ark jetzt gibt. Ja? Na, das stimmt allerdings. Und es waren Early Access Titel. Die meisten Early Access Titel, die bieten kurzzeitig was, dann sind sie kaputt. Und Ark hat ja sofort immer weiter hinterher gepatcht. Immer weiter. Also das ist halt super, dass die jetzt, ich glaube, 60.000, glaube ich, futtern die ja jetzt in die Entwicklung von den ganzen Mods, die sie da vorgestellt haben. Und da sind auch ein paar richtig geile noch dabei. Die richtig alle funktionieren. So, in guten 30 Sekunden ist das Ding fertig. Na gut. Aber ich finde gerade kein anderes. Ich setze mich schon mal auf das Ding drauf. Jetzt müsst ihr uns nur mal orientieren. Was kannst du mir schon mal nach vorne gehen, gucken, was da ist? Ich hab dich schon gesehen. Ich guck gerade mal hier noch auf der anderen Seite, ob hier noch irgendwas von hängt. Guck mal auf die Stargate-Map, ob da hier irgendwo eins in der Nähe ist. Nee. Das nächste ist Vulkan. Nächste ist Vulkan? Ja. Dann müssen wir also wieder zurück. Du musst ganz in den Süden oder komplett das Ganze von ganz an der anderen Seite von Redwood rüber gehen. Dann dropp ich wieder den ganzen Shit, den ich hier hab. Warte mal. Ich nehme mal Leder raus. Dann mach ich mal einen Mega-Drop hier. T. So, eine andere. Aber ich finde auch keins. Teppi, wo bist du? Na, ich irre hier rum und suche auch. Und ich sehe auch keinen von euch. Nee. Ich bin jetzt so ein bisschen am Rand vom Sumpf immer noch. Vorhin ist noch ein Explorer-Note. So viele Explorer-Notes habe ich noch nie gefunden. Wie viele gibt's überhaupt? Okay. Wenn du getamed hast, sag mir Bescheid, Helm, dann komme ich gerade zu dir. Ich hab getamed. Ist fertig? Ja. Okay, ich komme. So, ich tue jetzt mal ein bisschen Gewicht rein, zack. Bisschen mal zack. Oh nein, der hat mich auch runtergeboxt. Ja, kann er locker. Sieht man dann so gelb? Ja. Ja, da steht unten so eine Zeit in der Ecke. Die Zeit kann sich nicht bewegen. Ist das eklig? Ja. Ich bin da. Ich freue das coole Vieh. Okay, wohin? Wieder zurück, ne? Ja. Ja, warte, ich will gucken, dass er auch mitkommt. Ich sehe ihn schon im Meer. Ja, da ist er halt vor dir. Der ist gesprungen. Ja, okay, ich habe mich schon erschrocken. Rechts von uns war eben der Tabby. Tabby? Ja. Kommst du wieder zu uns, da wo ihr den getamed habt? Wo war das jetzt? Du hast gesagt, rechts von uns, da bin ich Ruine. So. Ruine. Von mir ist egal, von mir ist es auch nicht mehr. Vulkan. Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht mehr, wo ihr jetzt wart. Ja, dann geht einfach, dann gehen wir alle Richtung Vulkan, oder? Ja, dann go. Vulkan sehen wir von hier aus schon. Ey, aufpassen, ich für Apple. Guck mal hier. Du kannst aber hier schon wieder langlaufen. Okay, na gut. Ich mag nur nicht um 1000 Bäume drumherum, ich hab Angst, dass der irgendwo hängen bleibt. Ja genau deswegen, weil hier ist nämlich schon ein breiter Weg. Gucken, wo ihr seid. Hier ich, war ich der warte Sumpf. Immer ab und zu auf den, ja, ne? Damit ich guck auch immer noch hin. Ah, der läuft aber gut diesmal. Ja, und der fliegt vor allem nicht rum, ne? Ja, noch nicht. Natürlich hast du einen ausgesprochen, Flucher weg. Hier ist noch eins, aber ich sehe das Level nicht, das ist doch kacke. Mit der Scope. Ja, hier außen rum. Mit dem Scope sehe ich es nicht, wa? Nein. Hey. Ich jetzt einfach Notfall einmal schießen halt einfach an, genau. Da ist noch eine scheiß Schlange. 120er. Wo bist du hin? Einfach weiter die Kiste vorne, klar. Seh dich. Was ist dein Nasenbär? Warte mal. Oh, what the fuck ist das? Kacke ist, ich hab nur noch 9 von den Darts. Wenn es nicht reicht. Kommst du, der hängt. Was hast du? Dann musst du Koordinaten geben, dass einer hinkommt. Kann der Töppi ja vielleicht nochmal rumdrehen. Warte, wir kommen fliegen. Ich geh hier runter, bitte. Ja? Ja, aufpassen, nimm mal den anderen die mit.
Am Rand entlang. Den ich bei habe. Ich hab ja auch das Tierchen bei. Wir sind im Rand vom Sonnen. Ja, ich guck nach oben. Alter, so ein 120er Dings, mir schläft gleich das selber eine. Und ja, dann geh lieber weg. Hast du das Level gesehen, was es hat? Das Viech? Nee, noch nicht. Ich muss jetzt mal die Schlange töten, ja. Räuberviech, ey. Bist du da? Auf ja, ich bin hinter dir. Ja, komm, gib mal Gummi. Gummi, Gummi, Gummi. So, oh, gucken wir mal, was das für ein Level hat. Also, okay, soweit. Wo lang hier ist, ein bisschen ja breiter. Auch. Oh. Hep, hep, hep. Und er wird jetzt springen, wo ist wahrscheinlich. Er? Ist er gesprungen? Ja, sehe ihn nicht. Aber er versucht's gerade. Der ist noch hinter der Kuppe. Ah, da kommt er. 36, hier, mitnehmen oder du nicht? Du klemmst mich ein. Ah, brauchst du, oder? Ah, ich weiß nicht, jetzt habe ich ihn einmal angeschossen. Ja, wir haben 13 Minuten noch, ne? Ja, komm, go, go. Brauchst du Prime? Habe ich im Dings. Und wir gehen jetzt darüber, bitte. Hier ist eine schöne, schmale Stelle. Ja, hier sind wir ja auch rübergekommen. Wollt ihr den Main noch mitnehmen, schnell, oder nicht? Der FC nee, komm jetzt einfach mit zurück. Okay. Ich spiele auch den Level 36er. Ja, weiß nicht. Oh. Ich habe mir jetzt einmal langgelegt. Ich habe ja auch Prime. Guck mal, wie lange er braucht beim Fressen. Go, go, go. Komm, wir gehen. Wir bringen den heim. Wir warten nicht. Das Vieh verlieren. Ja, ich guck nur nach zu dir. Wertvoll. Alles klar. Go, go. Oh, jetzt sind gucken, 1000 Bäume. Ja. Der ist hier schon nicht mehr. Den nicht mehr. Doch, da ist er. Oh, der ist nicht gut zwischen den ganzen Bäumen. Ja, gut, aber müssen wir. Vulkan hast du die ganzen Steine. Jetzt müssen wir hier irgendwie aus. Ja, go, go, go. Halt, ich vergesse immer hier Prime rauszunehmen. Ja? Oh, das wird gehen. Wo ist er? Ja, alles klar. Ich sehe es schon. Warte. Hilft dir. Ja, mal gucken, wie lange der dauert. Bin ich auch mal gespannt. 36, der müsste ja ein bisschen schneller okay gehen noch als der gerade. Ja eben, klar. Normalerweise müsste der ratzfatz da sein. 2-3 Mal essen. Für Kampfmusik. Ameisen. So. Naja, dann haben wir wenigstens ein paar. Dann können wir hier ein bisschen mal rumrennen. Das sind halt zum Spotten genial, ne? Na. Also, das ist in der Lage, diese verkackte Ameise, also. Oh. Das Ding ist, dass ich den ja jetzt noch bis nach Hause schleppen muss. Ja. Hier fliegt den mit dem Fallschirm bei mir. Dann geh weg von ihm. Ja. Ja, was soll ich denn sagen, ne? Wo ist der? Seh ihn schon nicht mehr. Seh die Schrift noch. Eigentlich musst du hier zu ja, Fuß rumlaufen, ey. Das wäre, glaube ich, auch mal sinnvoller gewesen, wisst ihr das? Cool, alles klar, eine Fresse. Das obwohl zu Fuß ins Redwood ist auch nicht so schön. Ja, so helfen mit, Baum weg. Na, kann mal fressen. Okay. Da müssen wir uns aber ein anderes Stargate aussuchen, das nächste Mal. Ja, das ist jetzt nicht das Stargate-Vulkan, aber Vulkan müssen wir die ganzen Steine hoch, das ist noch schlimmer. Ja, ich will wie? Wir laufen jetzt hier querbeet? Wir laufen jetzt einfach hier über den Hügel hoch rüber, dann müssen wir bei uns an der Base gleich sein. Hilfe, Hilfe! Er guckt ja, ich zu. Würde auch gerne. Ich hab gerade auf die Map geguckt. Ich würde auch gerne eigentlich. Ich kann nur irgendwie rüber. Auch eigentlich gerne zu einem Stargate. Wo bin ich denn jetzt? Ich bin da am Redwood, das ist da in der Mitte. Da. Wohin? Über rechts vorbei. Ja, denke ich auch. Steht auf dir. Nein. Das ist noch direkt dahinter. Irgendwie ist hier auch nichts da. Nee, das stimmt schon. Keine noch Sage. Einer, verkackt. Wir hacken den Weg frei. Ja, Holzhacker. Riesige Schneise. Ganz unauffällig. So, und jetzt sieht ganz gut aus. Ja. Naja, obwohl. Man könnte auch hier am Strand landen. Ist er noch dran? Ja, er folgt dir ja, sehr gut. Achtung, Raptoren. Obwohl, da muss ich durch den Sumpf. Durch den Sumpf ist, glaube ich, auch nicht so gesund, wenn so viel hinterher ist. Ja, das ist Level 104, der eine. Fuck. Komm, Fuß schneller. Töppi, wie sieht's bei dir aus? Wo bist du? Ich bin unterwegs jetzt in der Base. Okay. Was ist denn? Reno ist tot. Nein, nee. Das ist nee. Unser getamtes Viech vom Töppi. Ja, der wurde totgeschossen. Ja, dann
Der 40er. Hast du nicht gerade gesagt, du bist fast an der Base? Nee, ich bin unterwegs zur Base. Wir müssen mehr nach links, viel mehr nach links, Tippi. Helm. Ist er dran? Er rennt. Er kriegt Regenbesuch von einem Raptor, umdrehen. Ja, und Kanu. Kanu, 96. Müssen wir reinhauen jetzt. Ja, okay, komm, lass die Viecher killen. Und er macht richtig Damage, ne? Sehr gut, sehr gut. So, die Frage ist, wie kommen wir jetzt am schnellsten nach Hause? Kann mir vielleicht jemand mit dem Sattel entgegenkommen? Nee, man. Weil ich muss den jetzt hier durch das komplette, durch den Wald hier bei uns. Das wäre halt einfacher, wenn hier jemand... Wo, du musst im... Im freien Tal bin ich, also bei diesem... Im freien Tal, sich zu Fuß hinrennen? Naja, ist ja nur über den Berg. Ja, wäre super. Weil, wie gesagt, den jetzt hier noch durch, ewig. Warte, okay, dann gehe ich mir schnell eine rote Suppe holen. Dann komme ich gerannt wie ein Blöder, wenn wir noch eine haben. Ich hoffe, wir haben noch eine. Conny hat doch gesagt, der macht... Oben im Kühlschrank, ne? Oben im Kühlschrank. Ach, ich bin im Gewächshaus gerannt. Nee. Was ganz gut, dass der selber so halb überladen ist, weil dann kommt das Vieh immer hinterher. Der klebt mir direkt am Arsch. Mach zu, das Ding. Komm ich überhaupt durch? Was hat denn für ein Shit? Wir haben Hintereingang in die Base, dann kommst du nicht rein. Obwohl, Helm, warte, nee, Helm, lass. Das geht eigentlich. Ja, durch die Bäume wird's haarig. Der bleibt dann zwischen den Bäumen hängen, das ist übel. Nö, der klebt mir direkt am Arsch, ist das gut, oder? Der läuft genau da lang, wo ich lang laufe. Ja, sehr froh. Ich wäre bereit, an für sich dir entgegenzurennen. Na, höchstens oben auf die Bergspitze. Nee. Bergspitze liegt frei, da weiß ich nicht. Das ist mir zu gefährlich. Warten lange. Auf die Bergspitze. Soll ich das machen? Ja, das habe ich zu verlieren. Ja, ein paar Bären, ein paar Gummibären. Wobei, ich bin schon oben. Bis oben, dann bist du jetzt da gleich. Ah, deswegen, ne, brauchst nicht. Okay, oh, jetzt hängt er fest und wird von Fliegen massiert. Dann pfeifen neutral, dann macht er zack, zack, ham, ham. Und hat er die Fliegen wegmassiert. Achso, da ist schon die nächste Sache. Ja, sorry mit meiner Husterei, aber ne, wie gesagt, ist immer noch da. Wir haben natürlich einen Aufnahmetag, auch wenn das bei euch heute Tage verteilt ist. Hab auch bestimmt nicht 14 Tage Erkältung, aber das nervt mich selber. Jetzt hängt er hier. Kann man selber nicht den Baum weg? In was hängst du jetzt bitte? Ja. Ist er frei. Sieht geil aus, gell? Mhm. Und er macht Spaß, er macht richtig Spaß. Jetzt richtig schön Leute ärgern mit dem Ding. Ja. Vor allen Dingen, du kannst ja hier hinten von wegen die Base, ne? Das ist dem Schiss egal da, der rennt einfach. Darf nur keinen Überhang haben, ne? Ein Überhang geht dann nicht hoch. Und also, wenn du die Felswand hochgehst,
und da ist noch ein Überhang dran. Also so über 90 Grad nach oben kann er nicht. Ja? Und so ein Vulkan nach oben ist auch schwierig, weil da hast du die normalen Laufwege. Ja? Und wenn du nach oben gerannt bist, dann kommst du dann irgendwann an so eine Stelle, kommst nicht weiter. Dann kannst du diesen Sprung machen, dann hältst du die Spaces fest. Danach kommt aber wieder ein Meter, wo er normal laufen könnte. Dann lässt er den Grip los, rutscht aber 3 Meter weiter durch den Speed und dann rutscht er gefährlich ab ins Tal. Also Vulkan ist nicht gut für das Vieh. Es funktioniert, ist aber schwer. Ich merke schon wieder, hast du meine Videos nicht gesehen, ne? So, löstest du das. So, was ist, können wir die Tür aufmachen? Herr, komm zu. Ja. Sesam, öffne dich. Na. Die letzte Klippe will er nicht, oder was? Hey, du mal vor euch. Jetzt ist er da. Oh. Einmal ein High- und Low-Level rein. Da kommt er. Yay. Yeah, der Raptor auch hinterher. Ah, der macht ihn weg. Habt ihr noch einen Sattel für das Vieh? Habt ihr schon einen gecraftet? Ich hab einen dabei. Adam hat einen dabei. Ich will auch mal reiten. Gib mal. Geklaut vom anderen. Drei, Tür zu. Zeig mal. Erstmal hier kurz angucken. Ey. Hab ich auch noch nicht gesehen. Die sehen auch ganz schön böse aus. Dann renn mal hier auf den Rahmen vom Metalltor zu und drück Leertaste gedrückt. Ist geil, wenn der hochgeht. Hey, wo rennt denn das Vieh? Ja, nicht an die Tür. Halt, du hast ihn immer noch hinterher. Was? Okay, jetzt ist er weg, ja, den anderen. Und hier kommt man hoch, oder was? Kommst am Rahmen, kommst du hoch, hältst die Sprungtaste gedrückt. Hätte der denn hier? Ach, der braucht aber noch Gewicht. Und der kriegt keinen Fallschaden, egal wie hoch? Doch, kriegt er ja. Pass ja auf. Weil das Aufpasse gesagt hat. Und jetzt komme ich hinten an der Base, komme ich da hoch, oder was? Natürlich, hinten an der Base kommst du hoch. Ja, aber du kannst die locker von uns oben runterspringen, dann kriegt er nichts. Ja. Boah, geil. Ne? Ja, das ist richtig geil. So, komm den nächsten rein. Den tun wir auch hier rein, bitte ins Kämmerchen. Naja, da kannst du später ganz anders raiden, wenn du so ein Ding hast. Ja, ganz übel. Aber deswegen. Hier kriegst du halt gleich Turrets bei uns ins Gesicht, das haben wir schon vorgesorgt, aber an sich. Hier komplett bist du zack oben auf der Base, ey. Geiles Vieh. So. Ja, dann sind wir auch bereit, ne, für den nächsten Cut, oder? Würde ich mal sagen. Ja, du bist dran. Würde ich sagen, ja, dann haben wir erstmal auf jeden Fall ein bisschen was geschafft noch. Ja. Und super Tiere auf jeden Fall. Und dann würde ich sagen. Vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns dann zur nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Tschüss.